Und willkommen zurück zu KOTOR. Wir sind immer noch hier bei den Apartments, aber machen uns jetzt auf zur Oberstadt. Auf der Suche nach Bastila, die ja offenbar gerettet werden muss, weil ein Jedi auch nicht auf sich selbst aufpassen kann. Ja, neuer Tagebuchantrag. Und ganz ehrlich, dafür, dass das Spiel 17 Jahre alt ist, finde ich, sieht es ziemlich gut aus. Klar, ne? Kanten, alles ein bisschen pixelig. Aber 17 Jahre? Gibt es hässlicheres von der Zeit? So, dann gucken wir doch mal, wo wir hin müssen. Ich gehe aber mal hier lang. Irgendwas scheint Karth zu belasten. Rede mit ihm. Vielleicht verrät er dir ja, was ihn bedrückt. Nachdem er mir vorhin gesagt hat, jetzt ist nicht die richtige Zeit, um über private Dinge zu reden. Aber jetzt, wenn wir hier komplett unter Menschen sind und da hinten Sith patrouillieren, dann ist die richtige Zeit? Ja. Was habt ihr auf dem Herzen? Okay, na dann. Über mich? Nun, ich war jahrelang einer der besten Piloten der Republik. Ich habe mehr als genug vom Krieg gesehen. Bevor das hier alles losging, kämpfte ich in den Mandalorianischen Kriegen. Aber trotz alledem, eine solche Schlechterei, wie diese Sith-Bestien sie hier angerichtet haben, habe ich noch nie erlebt. Nicht mal die Mandalorianer waren derart gefühllos. Meine Heimatwelt gehörte zu den ersten Planeten, die Malaks Flotte zum Opfer fielen. Die Sith bombardierten uns bis zur Aufgabe. Und die republikanischen Truppen konnten rein gar nichts dagegen unternehmen. Ihr redet, als wäre das eure Schuld gewesen, so als hättet ihr jemanden enttäuscht. Es war nicht mein Fehler. Ich tat, was ich konnte. Ich befolgte meine Befehle und tat meine Pflicht. Das kann ja wohl nicht heißen, ich hätte sie im Stich gelassen. Hab ich nicht. Bist du bereit, Karth? Ich wollte euch nicht verärgern. Ich weiß. Macht euch nichts aus meinem Gerede. Ich rede wirres Zeug. Ihr habt es mit euren Fragen vielleicht nur gut gemeint. Aber ich bin es nicht gewohnt, viel über meine Vergangenheit zu erzählen. Oder besser gesagt, überhaupt etwas zu erzählen. Ich bin eher ein Mann der Tat, der sich immer nur auf das nächste Ziel konzentriert. Das sollten wir jetzt auch tun. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie bitte später. Ganz ehrlich, dann schmeiß mich hier nicht in so einen Trigger, in so einen Gesprächstrigger, wo du über dich reden willst. Unglaublich. Oh, Keplers Laden. Ja gut, Kepler Jurt hieß es ja. Können wir uns ausrüsten? Seid gegrüßt. Ich habe euch hier noch nicht gesehen. Erlaubt mir also, mich vorzustellen. Ich heiße Kepler Jurt. Willkommen im Equipment Emporium. Ihr wollt euch ein paar Vorräte kaufen. Mein Geschäft gehört zu den größten in der Oberstadt Taris. Die beste Auswahl des Planeten. Was ihr auch braucht, wir führen es. Naja, das meiste zumindest. Bitte? Klopapier ist wahrscheinlich alle. Was meint ihr damit? Die Sith haben meine schweren Waffen konfisziert und meine Schiffe und Swoop-Bikes gleich dazu. Aber meine Auswahl kann sich immer noch sehen lassen. Wir wissen ja, dass in der Quarantäne Klopapier das Wichtigste ist. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ich werde alles tun, was einem potenziellen Kunden weiterhilft. Was wollt ihr wissen? Wisst ihr etwas über die Rettungskapseln, die auf Taris abgestürzt sind? Wir sind voll unauffällig. Ich weiß, dass in den Slums ein paar Kapseln runtergekommen sein sollen. Die Sith werden die Absturzstellen bereits abgegrast haben, wenn ihnen nicht die Swoop-Bande oder Daviks-Leute zuvorgekommen sind. Swoop-Banden? Zu diesen Swoop-Banden fällt mir wirklich nichts mehr ein. Schwirren mit ihren Swoop-Bikes durch die Gegend und terrorisieren die Unterstadt wie eine Horde Tiere. Das war alles halb so schlimm, als noch die geheimen Beg die Szene beherrschten. Aber seit dem Aufstieg der schwarzen Vulkar ist die Unterstadt eine einzige Kriegszone. Die Sith haben sich gar nicht erst die Mühe gemacht, da unten für Ordnung zu sorgen. Mittlerweile gibt es Gerüchte, wonach auch Daviks Leute Probleme mit den schwarzen Vulkar haben sollen. Gute Frau, ich würde auch mal gucken, was dein Druide da im Hintergrund macht. Ich glaube, der hat eine an der Waffel. Also entweder was machen oder nicht, aber nicht rumlaufen wie bescheuert. Was wisst ihr denn über Davik? Davik ist ein ehrenwerter Geschäftsmann, wenn ihr versteht, was ich meine. Schmuggel, Sklavenhandel, Erpressung. Man sagt, er sei Mitglied der Tauschhändler. Das ist die große intergalaktische Verbrecherorganisation. Von den Tauschhändlern habe ich schon gehört. Ganz üble Burschen. Aber wenn jemand Schiffe hat, die die Blockade durchbrechen können, dann sie. Ich zahle ihm eine monatliche Schutzgebühr, aber das geht in Ordnung. Und ich beziehe den größten Teil meiner Ware über Davik und dessen Lieferanten. Ich bin allerdings so clever, nicht nach der Herkunft zu fragen. Davik ist nicht mehr und nicht weniger als ein kleiner Unterweltboss.
Ja, machen wir uns Freunde. Seid vorsichtig, was ihr sagt. Davik hat seine Spione überall. Nebenbei bemerkt, gehört er genauso zu Taris wie die Wolkenkratzer oder die Swoop-Banden. Okay, arbeitet er dann mit den Sith zusammen? Davik hasst die Sith wie alle andere auch. Die Blockade hat auch seinen Operationen großen Schaden zugefügt. Aber er hält sich zurück, solange die Besatzung anhält. Davik hält sich bedeckt und die Sith lassen ihn in Ruhe. Die Swoop-Banden könnten von diesem Kompromiss einiges lernen, anstatt sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Ich würde gern wissen, was ihr über die Sith denkt. Es wäre unklug, abfällig über jene zu sprechen, die an der Macht sind. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich wünsche mir nur, dass die Blockade gelockert werden möge. So etwas ist Gift fürs Geschäft. Ich will nicht sagen, dass ich sie hier in der Oberstadt willkommen heiße. Aber es könnte schlimmer sein. Und wir sind immer noch besser dran als die Unterstadt mit den Swoop-Banden und all dem. Okay, allgemeine Informationen über Taris. Oh, ihr gehört zu diesen Außenweltlern, nicht wahr? Einen kleinen geschäftlichen Abstecher nach Taris und schon hängt ihr wegen der Blockade hier fest, ja? Ja, genau bestimmt das. Fühlt ihr euch unwohl, so gefangen in einer fremden Welt und all das. Aber Taris ist gar nicht so übel, solange ihr in der Oberstadt bleibt. Geht nur den Sith aus dem Weg und haltet euch von der Unterstadt fern. Die Swoop-Banden sind völlig außer Kontrolle geraten. Selbst Daviks Leute haben da unten ihre Schwierigkeiten. Das hören wir irgendwie immer wieder, ne? Ich muss jetzt gehen. Dann noch einen schönen Tag. Und vergesst nicht, bei mir vorbeizuschauen, wenn ihr neue Vorräte braucht. Ich wollte eigentlich noch die Vorräte angucken. Ja. Zeig mir mal dein Angebot. Nur zur Information, alle Preise sind Endpreise. Kein Falschen. Wir sind ja hier nicht auf dem Bazar. Ich führe nur absolute Top-Produkte. Okay, was haben wir denn hier so? Permakret-Detonator. Für irgendwas haben wir den gebraucht. Ich glaube, das ist ein Quest-Item. Nehmen ihn mit. Ich glaube, für irgendwas haben wir den gebraucht. Ich glaube, es gab später eine Quest, wo wir den brauchen, wo wir irgendwas in die Luft sprengen mussten. Gut. Wir sammeln einfach mal alles ein. Und da geht's in die Kantine, ne? Ja, dann würde ich doch mal sagen, schauen wir doch mal der Kantine vorbei. Ich habe übrigens die Keys A und D und so, die Steuerung geändert. Verschwinden Sie! Ich bin im Auftrag der Sith hier. Glaube ich ja nicht. Das ist kein guter Kundenservice, so ein Rausschmeißer vor die Kantine zu platzieren. Yeah. Hallo, Christa. Macht euch das keinen Spaß, diesen paar Sackspielern zuzusehen? Die ganze Strategie, die ganzen Credits. Da wird ein Mädchen wie mir ganz schummrig. Mir nicht. Du hast, glaube ich, ein Problem. Niklas? Was wollt ihr? Seid ihr hier, um mich zu ärgern, oder wollt ihr gegen den besten Parsak-Spieler auf Taris antreten? Wer? Was? Wie? Ich heiße Niklos. Ich bin hier auf Taris der inoffizielle Parsak-Champion. Wenn es euch nichts ausmacht, euren Einsatz zu verlieren, können wir ja ein paar Partien spielen. Ich würde gerne, aber ich habe keine Karten. Ihr habt nicht mal eigene Karten? Warum belästigt ihr mich dann? Ihr könnt Parsak nicht ohne eigene Karten spielen. Ist ja wenn gut. Wenn ihr wirklich Parsak spielen wollt, dann sprecht doch mit dem alten Garuk auf der anderen Seite der Schenkel. Er hat aufgehört zu spielen und möchte seine Karten verkaufen. Ist ja gut, Freunde. Garuk, hi. Seid ihr vielleicht daran interessiert, Parsak Karten von einem alten Mann zu kaufen, der mit dem Spielen aufhören will? Für nur 50 Credits verkaufe ich euch all meine Karten. Ich lege sogar gratis eine Lektion drauf, wie man spielt. Ein ausgezeichneter Deal, wenn ihr ihn euch leisten könnt. Ich bin leider gerade pleite, aber warum habt ihr Glücksspiel aufgegeben? Versteht mich nicht falsch. Das Spiel war gut zu mir. Ich habe die Galaxis bereist, von den Welten im galaktischen Kern bis hin zu den fernsten Grenzen des Outer Rim. Ich habe ein Vermögen gewonnen und mindestens ebenso viel verspielt. Doch das war vor langer Zeit. Die Dinge haben sich geändert. Das Glücksspiel ist etwas für junge Leute. Deswegen möchte ich aussteigen. Mein Angebot gilt noch immer. Für 50 Credits bekommt ihr meine alten Parsak-Karten und gratis dazu eine Lektion. Ein ausgezeichneter Deal, wenn ihr ihn euch leisten könnt. Der Sprecher, ich weiß nicht, hat der ins Mikro geflüstert? Ist ganz nah ran und hat ins Mikro geflüstert? Keine Ahnung. Es klingt einfach nur weird. Kann ich mir nicht leisten. Es tut mir leid, das zu hören.
Aber 50 Credit sind ein gutes Angebot. Für das Geld verschenke ich die Karten praktisch. Wenn ihr sie wollt, gehören sie euch. Wenn nicht, bin ich auch nicht böse. Ich will sie, aber ich kann sie mir nicht leisten. Okay, ich gehe. Aber sicher doch. Hat ja keinen Sinn, dass jemand, der so jung ist wie ihr, seine Zeit mit einem alten Mann in einer heruntergekommenen Bar vergeudet. Wenn ihr aber mal plaudern wollt, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Deine Stimme ist weird. Sobald ich 50 Credits habe, skippe ich deinen Dialog und kaufe die Karten. Sana. Tut mir leid, aber ich bin nicht hier, um zu plaudern. Ich will nur was trinken, Musik hören und mich ausruhen, bevor meine nächste Schicht in der Militärbasis anfängt. Ja, du bist ein Sith. Ich trage meine Uniform nur im Dienst. In Uniform darf ich nämlich nicht in die Kantine. Wenn es nach den Offizieren ginge, dürften wir nicht mal nach Dienstschluss rein. Wir könnten uns ja mit den Einheimischen anfreunden. Aber in der Basis ist ja auch nichts los. Außerdem bin ich kein Sklave der Sith. Das ist nur ein Job. Und zwar ein schlecht bezahlter Job mit beschissenen Arbeitszeiten. Und warum? Ja gut, warum macht ihr den Job dann? Blöde Frage, weil jeder einen Job braucht und Geld braucht. Das ist, da muss ich jetzt ein bisschen ranten. Und zwar ist das Gleiche, wenn, keine Ahnung, man irgendwo einkauft, ja, und sich dann darüber aufregt, bei den Kassierern zum Beispiel, warum die Preise so teuer sind. Ohne Scheiß, als hätte ein Kassierer Einfluss auf die Preise. Oder wenn sich Kassierer anhören müssen, dass es widerlich sei, wie teuer die Sachen sind, dass es an Wucher grenzt, bla 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 bla. Warum sie denn für so eine scheiß Firma arbeiten. Ich verrate euch mal was. Nicht jeder hat den Luxus, sich einen Job auszusuchen. Meistens muss man den Job nehmen, den man kriegt. Einige haben Glück und können tatsächlich ihre Moralvorstellungen bei der Jobsuche inkludieren. Aber die meisten Leute müssen tatsächlich das nehmen, was sie kriegen. Nicht jeder hat den Luxus und deswegen kann ich die voll verstehen. Also warum macht ihr den Job dann? Ganz ehrlich, nee, das klingt nicht so, als ob ihr glücklich wärt. Das ist vielleicht eher die Sache, die ich dazu sagen würde. Und sorry für den Rant, aber sowas, so Leute regen mich auf und wegen, ja, wenn du im Einzelhandel nicht glücklich bist, dann such dir doch einen anderen Job. Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Bei meiner Rekrutierung haben sie mir von Abenteuern an exotischen Orten erzählt. Und jetzt sitze ich in einer Militärbasis auf einem gottverdammten Planeten am Arsch der Galaxis. Wenn ich wüsste, wovon ich sonst leben soll, hätte ich längst gekündigt und meine Uniform an den Nagel gehängt. Okay, noch mehr Fragen? Die Offiziere sehen es nicht sehr gerne, wenn wir Fragen beantworten. Wir sollen uns nicht mit den Einheimischen anfreunden. Noch so ein Vorteil meines Jobs. Nimm's mir nicht übel, aber eigentlich sollte ich nicht mehr mit dir reden. Am Ende rede ich mich noch um Kopf und Kragen. Aber... Mit dir hätte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, du hast genug von meinem ständigen Gejammere über meinen Job in der Militärbasis der Sith. Das ist so ein Tick von mir. Nimm's mir nicht übel, aber eigentlich sollte ich nicht mehr... Sie will nicht mehr mit uns reden. Was? Warum spricht er mich an? Sieht er nicht an meiner Kleidung, dass ich dem Adel angehöre? Hast du mich gerade gegendert? Ich verkehre nicht mit gemeinem Gesindel. Ich fürchte, das wäre für einen Mann meines Standes nicht angemessen. Hat man dir schon mal mit dem Blaster in die Eier geschossen? Freches Arschloch. Ah, seid mir gegrüßt. An eurem exotischen Aussehen kann ich erkennen, dass ihr nicht von Taris kommt. Gestattet mir, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Jergan. Ganz ehrlich, in einer schleimigen Bar angequatscht zu werden, da kriegt keine Freundlichkeit von mir. Was wollt ihr, Jergan? Was haltet ihr von unserer Musik hier? Die Band ist ziemlich gut, meint ihr nicht auch? Sie stehen knapp davor, in der ganzen Galaxis berühmt zu werden. Aha, aber nicht mit einer Blockade, die hier gerade läuft. Die Jungs sind einfach fürchterlich schlecht. Klingt ungewöhnlich, gefällt mir aber. Offensichtlich habt ihr ein Ohr für die Musik. Denkt an meine Worte. Sie werden bald sehr berühmt sein. Sie wollten auf eine Tour gehen, bevor ihnen die von den Sith aufgerufene Quarantäne einen Strich durch die Rechnung machte. Würdet ihr vielleicht gerne die Band nach der Show treffen? Vielleicht wollt ihr ja ein wenig in ihrem Ruhm baden, bevor sie intergalaktische Superstars werden. Ich kann das arrangieren, wisst ihr? Und wie? Ich habe da eine Abmachung mit einem der rhodianischen Leibwächter hinter der Bühne. Für nur 20 Credits arrangiert ihr ein Treffen zwischen euch und der Band. Klingt für mich wie Betrug. Ihr verletzt mich mit euren Worten. Ich wollte euch nur die seltene Gelegenheit geben, einen Star zu treffen, bevor er berühmt geworden ist. Aber offenbar seid ihr nicht interessiert. Das ist zu schade. Die Jungs von der Band sind wirklich überaus charmant.
Also gut dann. Ich hoffe, ihr genießt die Musik. Wenn ihr es euch anders überlegt, sprecht doch mit mir. Yeah. So viele Leute, die unsere Credits wollen. Hey, du. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Allerdings habe ich auch nur selten Ausgang. Und so wenig Credits. Ich sitze die meiste Zeit in der Militärbasis. Ich bin gerade nicht im Dienst, deswegen trage ich keine Uniform. Ich heiße Yun Genda, Junior-Offizier erster Klasse bei den Besatzungstruppen der Sith. Es erstaunt mich, dass du überhaupt mit mir redest. Die meisten Leute hier auf Taris können uns Sith nicht leiden. Ich komme mir manchmal sehr einsam vor. Stimmt, aber die Leute wissen es nicht zu schätzen, was wir getan haben. Wir hätten den ganzen Planeten abriegeln können. Haben wir aber nicht. Ich habe das Gefühl, dass auf diesem Planeten alle schlecht gelaunt sind. Wissen die hier nicht, dass man das Beste aus seinem Leben machen muss? Okay, das Mikrofon war aus Versehen mal wieder gemutet, aber beim zweiten Mal habe ich gesagt, ich lese es gar nicht vor, ich klicke einfach auf Überreden. Und die Überreden-Optionen sind einfach immer gut. Ihr habt eine ziemlich positive Einstellung. Genau, alles eine Frage der Einstellung. Denkst du, ich bin gerne in diesem Kaff? Tja, aber ich muss mich damit abfinden. Der Job hier macht mich wirklich depressiv. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen, verstehst du? Manchmal muss man einfach Dampf ablassen. Stimmt. Schön, dass ich mal jemanden treffe, der weiß, was ich durchmache. Es tut gut, darüber zu reden. In der Militärbasis ist es manchmal ziemlich einsam. Ich muss jetzt los. Meine Schicht fängt an. Aber ein paar von den Junior-Offizieren gehen heute auf eine Party, um ein bisschen Dampf abzulassen. Warum schaust du nicht einfach mal vorbei? Ich zeig dir auf der Karte, wo du hin musst. Okay. Ich werde da sein. Komm nicht zu spät. Wir ziehen gleich nach unserer Schicht los. Die meisten von uns bringen nicht mal ihre Uniformen zur Basis. Na dann, bis später. Interessant, okay. Da hat sich wieder irgendeine Möglichkeit aufgetan. Ich vermute, eine Möglichkeit, an eine Uniform zu kommen, weil das ja so wunderschön betont wurde. Was geht hier ab? Nettes Outfit. Abgesehen davon, dass ich Ausgestoßene in den Slums gesehen habe, die sich besser kleiden als ihr. Ich bringe euch alle um. Ich schmeiß hier einfach eine Granate rein. Das kriegt keiner mit, dass ich das war, ne? Was geht denn hier ab? Kaum zu fassen, dass wir für das Match keine Karten gekriegt haben. Jetzt müssen wir das Duell auf dem Bildschirm ansehen. Und wenn schon, wen interessieren schon Duncan und Girlin? Ich glaube nicht, dass wir irgendwas verpassen. Psst. Gleich geht's los. Also halt endlich die Klappe und schau dir das Duell an. Ich erinnere mich, wir können hier auch kämpfen in der Arena. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den Duellring lenken, wo sich zwei Duellkämpfer duellieren werden. Genießen Sie das Spektakel und wetten Sie großzügig auf den Ausgang. So, ich hoffe, dass alle Ihre Wetten gemacht haben, denn gleich geht es los. In dieser Ecke sehen Sie Girlin Two Fingers. Und in der anderen Ecke, immer begierig darauf, in der Rangliste aufzusteigen, ist der unermüdliche Deadeye Duncan. Und was niemand überraschen wird, ist eingetreten. Deadeye ist wieder niedergegangen. Macht euch keine Sorgen, er ist nur bewusstlos, wie üblich. Unsere Mediziner werden ihn in kürzester Zeit wiederhergestellt haben. Nun, das ging diesmal schnell, was? Der Sieger ist Girlin Two Fingers. Hey, man, hat er seinen Blaster nicht fallen lassen, ne? Ja, genau, wir können jetzt in der Arena auch kämpfen. Aber erstmal nehmen wir da hinten noch den Mülleimer mit. Ja, hallo, Ajur. Tut mir leid, das Wettbüro ist geschlossen, derzeit keine Kämpfe. Es ist langweilig, immer dieselben Gesichter. Das ist schlecht fürs Geschäft. Es sei denn... Ups. Was war das? Das zweite wäre vertont gewesen. Ich heiße Ajur, ich organisiere alle Duelle hier. Wir brauchen dringend ein neues Gesicht für unsere Kämpfe. Wie wäre es? Wollt ihr nicht mal in den Ring steigen? Es könnte sich richtig lohnen.
Wovon redet ihr? Ich könnte für euch einen Auftritt im Duellring arrangieren. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr den Standardvertrag. 10% aller Wetteinsätze und keine Bange, im Duell stirbt schon lange keiner mehr. Todesduelle sind verboten. Die meisten Kämpfer verwenden Vibroklingen oder Betäubungsstäbe, weil der Ring relativ klein ist. Einige Kämpfer bevorzugen Blaster. Nehmt, was euch gefällt. Vibroklingen und Blaster? Und es gibt keine Toten? Ich werde das Gefühl nicht los, dass ihr uns für dumm verkaufen wollt. Damit niemand stirbt, ist der Ring mit Energieblockern ausgestattet. Die Wirkung der Waffen ist begrenzt. Sie verletzen, aber sie töten nicht. Für schwere Verletzungen haben wir zudem einen Medizindruiden dabei. Interesse? Ich mache es, aber ich will mehr als 10%. Nein! Macht nur Witze, wenn ich euch mehr gebe, werden die anderen auch mehr wollen. Okay. Nein, ihr bekommt genauso viel wie die anderen. 10%, das ist mein letztes Wort. Wir haben die Option halt nur einmal. Und der Würfelwurf war einfach nicht gut. Okay, ich mache es. Prima, neues Gesicht. Ihr braucht noch einen Spitznamen, wie Ice oder Deadeye oder Twitch. Gute Spitznamen animieren die Leute zu höheren Einsätzen. Welcher Name würde denn zu euch passen? Ihr seid nicht von hier, ihr seid neu. Die Leute kennen euch nicht, ich weiß. Von nun an heißt ihr im Duellring Mysterio. Gefällt mir. Mysterio passt hervorragend zu euch. Ihr habt keine Vergangenheit, keine Geschichte. Als hättet ihr irgendein großes, dunkles Geheimnis. Die Leute mögen so etwas, dann wetten sie mehr. Es ist besser so. Wir könnten die Preisgelder wirklich brauchen, aber es ist zu riskant, mit eurem wahren Namen aufzutreten. Vermutlich haben die Sis in der Ender Spire schon eine Besatzungsliste gefunden. Seid ihr zum Duell bereit? Wollt ihr gleich in den Ring steigen? Für den Anfang setze ich euch gegen Deadeye Duncan an. Ich erzähle euch noch was über die Regeln. Ich bin bereit. Ja, ihr kämpft, die Leute wetten und ich verdiene Kohle ohne Ende. Nur eine Regel, niemand stirbt. Wenn euer Gegner zu Boden geht, dürft ihr ihn nicht fertig machen. Todesduelle sind verboten. Okay. Ihr seid neu im Geschäft, also bekommt ihr einen leichten Gegner. Ich starte mit Deadeye Duncan. Was ist? Seid ihr bereit, in den Ring zu steigen? Machen wir's. Ladies und Gentlemen, wenden Sie Ihren Blick zur Mitte des Duellrings. Heute Nacht bieten wir Ihnen ein ganz besonderes Spektakel. Sie haben gesehen, wie er ein Match ums andere verloren hat. Doch in dieser Nacht darf er sich mit einem Neuling messen. Ich präsentiere Ihnen Deadeye Duncan und in der anderen Ecke ein Neuling im Duellring von Taris. Aus den Schatten, ohne Vergangenheit, ohne Geschichte, ohne Namen tritt Mysterio. So, okay. Jawohl, da geht's los und er hat auch einen Blaster, deswegen schießen wir direkt drauf. Es ist Deadeye Duncan. Es ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Das passiert Mysterio immer. Hat gewonnen. Sind wir wirklich überrascht? Dass Deadeye verliert, ist wahrlich nichts Neues. Ihr müsst uns noch mehr zeigen, um uns zu beeindrucken, Mysterio. Okay. Gut. 55 Erfahrungspunkte. Wir sammeln dann beim nächsten Mal unseren Gewinn ein und machen vielleicht noch ein, zwei Kämpfe. Ich denke, den nächsten würden wir schon noch schaffen, den übernächsten vielleicht auch. Und dann gucken wir mal, ne? Bis dahin. Ciao, ciao.